Der FC Barcelona lag gegen Shakhtar Donetsk hinten, bis Guardiola Henri vom Platz runternahm und Messi einwechselte. Atención a Insigne, gol. Dos acaba de adelantarse en el partido el Shakhtar Donetsk con Insigne. Wieder einmal schrieb der argentinische Weltfußballer Fußballgeschichte. Pep hatte beschlossen, ihn auf der Bank zu lassen. Der Mannschaft tat dies aber nicht so gut. Die ersten Minuten waren die reinste Qual für die Katalanen. Adriano, atención que llega el disparo de Insigne y la saca Víctor Valdés. Y todo viene de un error de Dani Alves. Barcelona war völlig überfordert und Shakhtar nutzte das für sich aus. La parte del Shakhtar. Atención a Insigne. Gol. Dos acaba de adelantarse en el partido el Shakhtar Donetsk con Insigne. Die Lage sah schlecht für Barca aus. In der zweiten Hälfte versuchten sie, den Spieß umzudrehen. Doch an jenem Abend lief nichts. Pasa Alves. Ahí va el centro de Xavi. Saque de puerta. Das Spiel schien bereits verloren zu sein. Doch dann trat er auf den Platz. Atención a Boyan. Prepara el centro. Boyan por abajo. Vamos. Gol. La pifió Piatov. La pifió Piatov y el Barça empata el partido con el gol de Leo Messi. Que más interior, vamos Leo. ¡Golazo del Barcelona! Al filo del final del partido, la racanería del Shakhtar no tiene premio y Leo Messi se mete una vaselina maravillosa después del pase interior de Xavi que ocasiona el 1-2. Messi hatte den FC Barcelona gerettet. Sie standen im Endspiel jener Champions League-Saison gegen nicht mehr und nicht weniger als Cristiano Ronaldo. Samuel Eto'o traf zum 1-0. Und La Pulga erzielte den zweiten Treffer. Xavi para Messi! Er war der unbestrittene Star jener Saison. Messi erzielte insgesamt 9 Tore in dieser Champions League und wurde Torschützenkönig. Damit überholte er große Spieler von damals, wie Steven Gerrard und Miroslav Klose, Adebayor, Del Piero, Benzema und Drogba. Er holte die zweite Champions League in seiner Karriere. Aber es war das erste Mal, dass er der absolute Leistungsträger war. In den nächsten 2 von ihm bestrittenen Finalspielen gehörte er auch zu den Besten. 2011. Viene Messi! Gol! Gol! Und 2015. Messi que va, no lo agarra, Messi, tapó el arquero y está. Suárez. ¡Gol! Suárez. Bueno, y si hablamos de las habilidades de Lionel Messi, por supuesto que cuenta con muchísimas variantes, muchísimas cualidades, no estoy descubriendo nada diciendo esto. Hace más de 10 años que cada vez que juega ya nos sorprende que haga 2 goles, nos sorprende que haga 3, nos sorprende una gambeta, nos sorprende un caño, no, ya nos sorprende, porque uno ya se acostumbró a la genialidad. Messi weiß, wie man Spiele gewinnt.